Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Car Mechanic Simulator 2018 mit mir, dem Party Pnyx. Und wie ich es in der letzten Folge am Ende gesagt habe, nehme noch eine direkt hinterher auf. Das bedeutet, ich habe es tatsächlich geschafft, zwei Folgen aufzunehmen. Davor nur eine und das ist schon dreiviertel Jahre her. Ha! Krass. Ja, egal. Für euch hat es keinen Unterschied, weil die erste Folge ist sowieso noch nicht online. Werde ich aber wohl hoffentlich bald veröffentlichen. Ihr werdet es dann sehen, wenn am 22.08.2020 dann die erste Folge erscheint. Ja, auf jeden Fall, wir fangen direkt mal an. Wir könnten einen Kampagnenauftrag machen, könnten uns aber auch erstmal hier was anderes raussuchen. Das ist hier ein ja alles bezahlte DLCs. Hier, wow. Pagani Sonder. Vielleicht kriegt man da wegen Sportwagen, Supersportlerklasse, Hypersportlerklasse, was auch immer, besonders viel Geld. Und nehmen wir doch mal den hier, ne? Pagani Sonder. Revolution oder Revolution oder whatever. Der hat keine Flügeltüren. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der Flügeltüren hat. Boah, wie verschrammelt der ist. Was hat denn der Besitzer mit diesem Scheißding gemacht? Dem sollte das Fahrzeug weggenommen werden, ey. Spacko. So, fahren wir nämlich mal ein bisschen hoch, wohl. Gucken wir doch mal erstmal nach, was überhaupt gemacht werden muss. Koppelstange, Spurstangenkopf, Spurstange, Lenkgetriebe, ist alles vorne. Würde ich sagen. Hat ja alles. Oh, jetzt habe ich auf einmal Schluck auf. Alles mit der Lenkung zu tun. Da. Das hier ist auf jeden Fall das Lenkgetriebe hier. Irgendwo da ist die kaputte Koppelstange, Spurstangenkopf, Spurstange. Da haben wir doch, glaube ich, schon alles gefunden, was wir brauchen. Oh ja, das Abnehmen geht viel schneller jetzt schon. So, dann können wir das wegmachen. Das wegmachen. Die Koppelstange der Vorderachse Typ B. Weg damit. Das Lenkgetriebe kann ich noch nicht. Na komm. Ah ja. Okay. Aber das geht ja noch hier vom Aufwand her, was ich alles abnehmen muss. So. Sind sie viel zu schnell bei dem ersten Wagen hier. Ich denke mal nicht, dass das hier so viel Geld einbringen wird. Je nachdem, was das Lenkgetriebe kostet. Also, das war einmal Lenkgetriebe. Ups. Lenkgetriebe. 800, ja. Könnte vielleicht schon mal ein bisschen Geld geben. Spurstange und Spurstangenkopf jeweils einmal. Und was war's? Koppelstange? Bauart B. Gut. Dürfte jetzt eigentlich alles wieder einzubauen sein und dann dürfte ich alles haben. So, das Lenkgetriebe schwebt in der Luft, wird nirgendwo befestigt. Hier auf der Seite war das alte Gelumpse. Hier kann auch der Reifen schon wieder dran befelgen. Die sehen auch alle voll verschrabbelt aus. Was macht denn der Typ mit seinem Auto? Alter. Naja, ist ja nicht meins. So, die Koppelstange, daran damit. Und wenn ich hier mit dem Fahrzeug fertig bin, will ich erstmal gucken, wie ich nochmal mein Inventar säubern kann. Ach, ist säubern das richtige Wort dafür? Ja, ich sag einfach mal säubern. So, alles erledigt, 1727, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich würde sagen, Auftrag beenden. Perfekt. Teil zum Inventar hinzugefügt. Kiste. Die Kiste, hatte ich schon mal sowas? Erstmal Teile verkaufen. Alles verkaufen hier. Teile unter 50%. Kiste öffnen. Was ist da drinne?
Sieht aus wie ein Auspuff. Getriebe und das weiß ich gerade nicht. Endschalldämpfer, Getriebe, Steuergehäuse, Deckel, alles mit einer besseren Qualität. Ich glaube, sowas könnten wir gebrauchen, wenn wir dann mal zum Tunen übergehen. Das ist aber noch in weiter Ferne. Aber ich sag mal so, jetzt hier so die Teile. Wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde es kein schlechtes Geld bringen. Aber das tue ich natürlich nicht. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie ein Lager? Ich will nicht alles in meinem Inventar rumfliegen haben. Die Tür hier vorne. Hallo? Parkhaus. Das hier? Nee, halt nicht. Okay. Naja, egal. Wir sind im ersten Auftrag so schnell gewesen. Bevor wir den Kampagnenauftrag machen. Okay. Schon wieder das Fahrzeug? Ist sogar das gleiche? Oder war es nur das Ohr? Oder? Egal. Wir könnten den hier machen. Oder könnten den hier machen. Ach komm, nehmen wir doch mal den Passat B5. Auch wenn es möglicherweise das gleiche ist, was wir eben schon gemacht haben. Nehmen wir doch einfach mal den Passat B5. Ein Workshop, Steam Workshop Fahrzeug. So, das VW-Zeichen vorne. Jawoll. Das sieht auch nicht mehr so gut aus. Naja. Aber nicht so schlimm wie bei einem Pagani, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. So. Oh, ganz schön viel Rost schon. Koppelstange, Hinterachse, Hinterachse und Koppelstange, Vorderachse, Typ A. Vorderachse, Koppelstange. Oben, ne? Halt auch erstmal wieder den Reifen rausnehmen. Oder? Ja, okay. Nehmen wir den Reifen erstmal ab. Das ist ja ein leichtes. Und nehmen jetzt die Koppelstange ab. So, und jetzt hinten noch. War da auch Koppelstange? Ah, das so wahrscheinlich. Okay, ich muss auch die Reifen abnehmen. Aber vielleicht kann ich ja an der anderen Seite dran. Weil ich diesen Reifen abgenommen habe. Ach, ich weiß es nicht. Koppelstange HA. Und hier drüben noch die andere Koppelstange. Muss ich auch den Reifen abnehmen. Na gut. Aber alles kleine Aufträge momentan, würde ich mal so behaupten. Wird sicherlich interessant für uns werden, wenn wir dann mal so ein ganzes Fahrzeug, weil du kannst ja hier Fahrzeuge am Schrottplatz kaufen. Oh, Koppelstange noch vom letzten Auftrag. Fahrzeuge am Schrottplatz kaufen. Ich meine, das war Typ A. Würde von den Firmen her, vom Hersteller aus Sinn machen. Naja, wenn nicht, haben wir einen in Reserve sozusagen. Die dann komplett von Grund auf wieder neu machen. Mit Reparatur der einzelnen Teile möglicherweise neu kaufen. Da habe ich auf jeden Fall schon Bock drauf. Aber ich habe aus letzter Folge gelernt, wir gucken mal. Alle Reifen haben aber die gleiche Größe, von daher ist egal, in welcher Reihenfolge wir die dran machen. Jetzt eigentlich die Koppelstange dran gemacht? Ja. Sonst würde wahrscheinlich der Reifen auch gar nicht dran gehen, oder? Naja, keine Ahnung. So. Koppelstange. Bäge Aurora. Und noch einmal hier das gleiche. Nochmal ist die Koppelstange dran. Und die Felge Aurora mit den Allwetterreifen. Und meines Erachtens nach, ja, fertig ist der Karton. Gut, hier nur 147. Nicht ganz so lohnenswert, aber meine Güte. Wir stehen in den Anfängen. Was haben wir denn sonst noch? Wir haben jetzt den Royale Bianco immer noch. Das ist unser Kampagnenauftrag. Oh, Ford F350 Super Duty. Das Fahrzeug fährt sich schwammig. Wäre wieder die Aufhängung. Das hatten wir aber jetzt schon in der Zeit.
Plymouth Roadrunner. Prüfe die Filter im Fahrzeug und tausche sie aus. Ja, machen wir doch mal sowas. Plymouth Roadrunner. Achso, Doppelklick geht nicht. Okay. Oh, so ein schönes altes Fahrzeug und... Nein, ich darf darauf nicht achten, dass die alle so ekelhaft abgegammelt aussehen. Verrostet und... Bleah. Darf ich einfach nicht genauer drauf achten. Es sind nicht meine Fahrzeuge. Nein, nein. So, was wollten die alle? Filter. Das ist hier schon mal ein Kraftstofffilter. Haben wir denn sonst noch Luftfilter? Ja, hier oben drinne. Haben wir denn sonst noch Ölfilter? Ja, Ölfilter, genau. Oh, der ist unten am Motor dran. Ja, da. Ölfilter. So, oh. Was brauche ich für Kraftstofffilter, Luftfilter, V8. Oh, VH. Luftfilter. Filter. Filter. Oh, VH, genau. Und Ölfilter V8 war das, ne? Oder ORV? Ne, ich glaube, das war nur V8. Warum auch immer. Naja. Da machen wir jetzt den. Ja, genau, V8. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, das zu machen, oder? Ah, ne, Quatsch, ich habe ja vorhin die Kiste gehabt. Nee, doch nicht, Entschuldigung, Freunde. Ich dachte, ich hätte wieder vergessen, die ganzen Sachen da aus meinem Inventar zu verkaufen. Habe ich aber gar nicht vergessen. Also ich würde ja am liebsten ganz viel andere Sachen bei diesem Fahrzeug auswechseln, ne? Aber wenn es der Kunde nicht will, ich krieg 111 Dollar bitte. Ching. Oh! Wieder eine Kiste hinzugefügt. Erstmal die Teile, die keiner will, verkaufen. Und die Kiste öffnen. Das ist links. Eine Scheunenkarre. Ach ja, genau. In Scheunen. Oh, ein Tuning. Ein Tuning-Drosselklapp. Und hier ein Tuning-Zündkabel. Ist nicht schlecht. Hier mit der Scheunenkarte kann man, soweit ich weiß, jetzt kann ich, glaube ich, hier raus und dann eine Scheune aussuchen. Da könnte ich rein theoretisch ein Auto kaufen. Scheune. Haben wir jetzt eine Scheune freigeschaltet? Ach, hier oben. Scheune. Schön. da gehen wir aber jetzt noch nicht hin. Ich glaube, wir haben auch nicht genug Geld dafür, uns ein Auto zu leisten und das aufzumodeln. Vor allen Dingen, wir haben hier drin ja auch gar keinen Platz. Ne? Noch dazu. Ich habe einen Punkt frei. Was ist das hier? Erweitert eine Werkstatt und eine Diagnosefahrt und eine Werkbank. Ach, hier kann ich noch gar nicht reparieren. Ah, die Werkbank zum Reparieren, das schalten wir jetzt erst frei. Aber erstmal mache ich es mir, glaube ich, günstiger. Kann man denn Diagnosefahrt und eine Werkbank? Kann ich denn, kriege ich hier einen zusätzlichen Stellplatz? Ja! Ja, perfekt. Aber ich mache jetzt erstmal günstigere Preise. Upgrade freischalten. Perfekt. Jetzt machen wir. Was haben wir denn sonst noch? Passat P5, wenn wir vorhin schon mal hatten. Mazda RX3. Dodge Viper GTS. Und Ford Mustang. Not bad. Aber wir machen den Royale Bianco. Kampagnenauftrag Nummer 3. Kunde ist der Roadmaster. Alles klar. Jo, Alter. Ich bin der Roadmaster. So nennt man mich im Internet. Ich bin der King of the Road. Zumindest im PC-Spielen. Letzte Woche habe ich mir ein Auto gekauft. Damit kann ich nun allen zeigen, was ich auch auf deiner echten Straße drauf habe. Bitte schau einmal nach den Felgen. Das stimmt irgendwas nicht. Ach ja. Und irgendwer etwas klopft im Motor. Das müsste auch geprüft werden. Bis dann, Bro.
Okay, Bro, alles klar. Machen wir doch. Also mit. Das mit dem Faken, was nicht stimmt, das sehe ich auch. Aber jetzt nochmal so gesagt, ne? Freunde. Möchte er hiermit King of the Road sein? Naja, muss er wissen, wie viel King er sein möchte. Damit ist er eher Fiat Punto, ne? Echt, glaube ich. Ja, kommt hin. Damit ist er auf jeden Fall nicht King of the Road. Aber es ist auch nicht der hässlichste Kleinwagen, den es gibt. Obwohl ich jetzt persönlich nicht allzu viel von Fiat halte. Aber hey, Ferrari ist cool. Hier ist doch was kaputt, das sehe ich doch direkt. Können wir denn eigentlich mal so. Wollen wir doch mal gucken. Sind dann echt alle vier Felgen im Arsch? Und weil die Keilriemen hier sind auch kaputt. Die Umlenkrolle. Mir fehlen jetzt noch fünf Teile. Kann ich die jetzt hier auch so abbauen? Jo. Auch gar nicht weiter hoch. Ist ja schlau. Ich will ja nicht sagen, ne, aber Felge Corona. Was ein Scheiß-Zufall. Ich wollte vorhin schon zu Beginn der Folge sagen, Leute, meine Nase ist ein bisschen zu, aber keine Sorge, mir geht's soweit ganz gut. Es liegt eher daran, dass die Allergiesaison wieder ein bisschen bei mir losgeht. Und nicht, weil ich irgendwie krank bin oder so. Ich hoffe, das wird auch so bleiben. Auch wenn das für mich persönlich jetzt wahrscheinlich nicht allzu gefährlich sein wird, jedoch möchte ich keinen irgendwie anstecken. Deswegen wäre schon cool, wenn das an mir vorübergehen würde. Wäre schön. So. Was ist denn noch kaputt? Sehe ich denn hier schon oberflächlich irgendwas, was definitiv ausgewechselt werden müsste. Alles gut aus. Was ist da hinten? Oder? Dann kann ich jetzt nichts weiter entdecken. Ich nehme mal die Seite ab, vielleicht kann ich dann noch mal mehr sehen. Eine Sache ist noch missing. Felge Corona, Leute, ey, ich werde nicht mehr. Vielleicht der Zahnriemen? Ne, dem Zahnriemen geht soweit ganz so gut. Dann nehmen wir doch mal den ganzen Kladderadatsch hier oben ab. Gucken mal. Was ist da vorne? Der Lüfter? Hier, das hier? Ja, Lüfterzange Typ A-Ventilator. Ah, okay. Lüfterzange Typ A-Ventilator. Lüfterzange Typ A-Ventilator. Kaufen? Scheiße, was waren das andere jetzt nochmal? Riemenspanner, Umleckrolle Typ A. Riemenspanner. Umlenkrolle Typ A. Und ein Keilriemen R4A Typ A und Typ B. Keilriemen R4A. Keilriemen R4A. A, Typ B, die beiden waren es, glaube ich. So.
Das kann ich ja schon alles mal wieder einbauen, ne? Weil den Scheiß hier oben umsonst abgenommen, aber so wild ist das jetzt auch nicht. So. Setzen wir mal die Lüfterzarge mit dem Ventilator ein. Machen die Dinger wieder drauf. Okay. Die Seiten wieder dran. Hätte ich gar nicht so viel auseinandernehmen müssen. Naja, wenigstens kriegt man dafür Erfahrungspunkte, ne? Einen Vorteil muss es ja wenigstens geben. So, Umlenkrolle Typ A. So, und jetzt kommen die neuen Keilriemen dran. Der Riemenspanner, der auch neu ist. Ich hier, glaube ich, fertig. So, jetzt gucke ich nochmal nach. Jetzt kommen nur noch die Felge Corona, ey. Muss ich mal reinziehen. Ich kann doch hier irgendwo da vorne abziehen, ne? Reifen abziehen, genau. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das alles fertig ist. Tut mir sehr leid. Ich brauche ja alle vier neu. Wollen wir noch mal schauen. Felge Corona, 17 Zoll, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ja, genau. Ach ja. Kann man da nochmal was nachgucken? Genau, nur 17 Zoll. Sonst brauche ich nicht auf noch irgendwas separat zu achten. Corona. Falsch geschrieben? Ach so, nein. Will ich nicht. Felgen da. Corona. 17 Zoll. 4 Stück. Ich komme jetzt echt nicht drauf klar. Auf geht's wieder auf die alten Reifen drauf. So. Auswuchten darf man nicht vergessen. So. Den nächsten drauf geben. Den letzten aufziehen wenigstens schon mal. Und dann sind wir auch gleich mit dem Fahrzeug fertig, ne? Ja, genau. Ah, ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nenne, ohne Scheiß. Ich weiß jetzt schon, wie ich die Folge nenne. Corona ist überall. Ja, doch. Ja, vielleicht aber, also, vielleicht lasse ich mir noch was anderes einfallen, aber irgendwas mit Corona wird es definitiv. Ist da auch was? Ey, das ist echt ein bescheuerter Zufall. Wollen die Lichter ausmachen? Monitor steht leider nix. Naja, ist auch egal. Das hier kann wieder zu. Na komm. Wollen wir nochmal die Corona-Felgen drauf machen. Ohne Scheiß, ich komme da wirklich nicht drauf klar. Ich komme da nicht drauf klar. Felge Corona, ey, ich werde nicht mehr. So. Ich hab fast meinen Kaffee vergessen. Egal, haben wir denn alles? Sieht gut aus.
geben wir das Ganze nochmal ab. Auftrag beenden. Perfekt, hat alles funktioniert. So, können wir was verbessern? Nein, können wir leider nicht. Alles klar. Das hier sollte unser Ziel sein. T. Das geht so noch nicht. Dann können wir nämlich, müssen wir nicht immer hier an Computer laufen, um Ware zu bestellen. Das können wir dann direkt von aus der Hand raus machen. Das ist so unser nächstes Goal, denke ich mal. Aber ich sehe, wir haben unser, nicht Zeitlimit, sondern wir haben schon eine gute Zeit der Folge, denke ich. Danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da, teilt das Video. Das weiß ich von mir aus auch auf Facebook, auch wenn es keiner mehr benutzt. Obwohl, ich benutze es manchmal noch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, einen schönen Monat, ein schönes Jahr. Vielleicht kommt das Video auch erst ein Neujahr raus. Keine Ahnung, wann ich das hochladen werde. Frohes Neues und so, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao.